Straßenumbenennung. Würdigung der Neuberin, einer Reformerin des 18. Jahrhunderts. Ein Teil des Herzogwegs, die Straße vom Schieferberg bis zum Großen Schloss, erhielt im Beisein von Bundestagsabgeordneter Heike Bremer, Staatsminister Rainer Hobra, Bürgermeister Heiko Breithaupt sowie Vereinsmitgliedern und Vertretern der Stadt den Namen Friederike Caroline Neuber. Doch wer war diese Frau? Ja, sie ist ja die Prinzipalin der deutschen Bühnenkunst. Und was viele Blankenburgerinnen und Blankenburger nicht wissen, dazu zählte ich mich bis vor einigen Jahren auch, ist, dass sie ihre Karriere hier in Blankenburg begonnen hat. Und wir wollen gemeinsam mit dem Verein der Neuberin-Stiftung, dem Förderverein hier in Blankenburg, auch Punkte setzen, um an ihr Wirken zu erinnern. Und das Wirken begann eben hier auf dem Großen Schloss. Und da das der Weg hinauf zum Großen Schloss ist, gibt es eigentlich keine bessere Einladung hier zum Großen Schloss hinauf, um festzustellen, was hat denn die Neuberin eigentlich hier in Blankenburg gemacht und welche Bedeutung hat sie denn für die deutsche Bühnenkunst? Und darum haben wir uns heute hier getroffen. Und Frau Thoms hat es eben schon gesagt, ein wichtiger Meilenstein in der Arbeit des Fördervereins und für die Kulturlandschaft in Blankenburg. Hilde Thoms beschäftigt sich schon lange mit dem Leben und Wirken der bedeutenden Frau des 18. Jahrhunderts. Bereits 2011 wurde auf ihre Initiative hin eine Ausstellung im Großen Schloss eröffnet. Ja, die Neuberin war für mich eine große Unbekannte, als ich mich für das Schloss zu interessieren begann. Der Name fiel und alles, was ich nicht kenne und was mit Schloss Blankenburg zu tun haben sollte, machte mich neugierig. Und ich fing an zu suchen, wo finde ich etwas über sie. Und das war gar nicht so leicht, weil es damals gar nicht viel gab. Hilde Thoms organisierte szenarische Lesungen und Sonderführungen zum Thema Neuberin. 2017 gründete sie dann die Neuber Stiftung, in der nach ihrem Tod ihr Privatvermögen einfließen wird. So will sie den Namen Friederike Caroline Neuber lebendig erhalten und die literarische Szene in Blankenburg unterstützen. Erstaunliche Details über das Leben der Neuberin, ihre Reformbewegungen in der Schauspielerei und ihre Verbindung zum Blankenburger Schloss kamen in den vergangenen Jahren ans Tageslicht. Friederike Caroline Neuber war eine ungewöhnliche Frauenpersönlichkeit, eine der merkwürdigsten, hervorragendsten und bedeutungsvollsten des 18. Jahrhunderts, weil sie die erste deutsche Schauspielerin war, gleichzeitig die erste Prinzipalin und Schriftstellerin. Sie kommt aus gutbürgerlichem Hause und landete letztendlich bei Komödianten, die eigentlich in der Gesellschaft gar nichts galten. Sie lebte eigentlich damit am Rande der Gesellschaft und hat sich aber so viel Verdienste erworben, weil sie hartnäckig war, Durchsetzungskraft hatte, dass wir sie heute immer noch verehren. Das Blankenburger Schloss hat also eine besondere Stellung in ihrer ganzen Biografie. Sie hat also den Anstoß gegeben, das Theaterleben damals im 18. Jahrhundert zu reformieren. Sie war also eine Reformerin. Sie wollte die Literatur auf die Bühne haben und nicht die obszönen Stehgreifspiele des Hans Wurst. Das Blankenburger Schloss war dann auch die erste Stelle, die sie anlief, als sie diese Gesellschaft gegründet hatte. Und Ludwig Rudolf hat sie von Anfang an sehr verehrt, als er sie schon in den anderen Komödiantengesellschaften erlebt hat. Und er hat ihr hier über Jahre Winterquartier geboten. Und das war für sie also das Allerbeste, was ihr geschehen konnte. Und Ludwig Rudolf hatte hier eine große Bibliothek, die also fast einer gelehrten Bibliothek gleichzusetzen war, hat die Literatur studiert, um sie dann später auf die Bühne bringen zu können. Hilde Thoms war es auch, die Idee zur Namensgebung der Straße hatte, dem der Stadtrat am 1. Oktober 2020 zustimmte. Nicht nur die Straße wird jetzt außerhalb des Schlosses an die Neuberin erinnern, sondern auch eine in der Nähe befindliche Informationstafel, die eines der wenigen Bilder von Friederike Caroline Neuber zeigt. Das Stück einer Tapetenbespannung aus dem Großen Schloss.